eine Anmoderation darf ich mir ja gar nicht entgehen lassen. Aber der Grund dafür, diese Möglichkeit hier zu bekommen, ist weniger erfreulich. Ihr könnt euch das schon denken. Ich spreche hier aus dem Tunnel des Differentials eines VW Käfers. Und warum ich die Möglichkeit habe, hier aus diesem Tunnel zu sprechen, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss das Getriebe zerlegen und versuchen, es selbst zu überholen, zu reparieren. Habe zur Verfügung eigentlich nur das, wie mache ich es mir selbst, Buch und aber als PDF-Datei habe ich den Reparaturleitfaden von VW über Schaltgetriebe, Schräglenkerachse, Pendelachse. Ich denke mal, das wird mir sehr viel weiterhelfen. Kann ich das sehen? So. Ja, wenn ich das damit nicht schaffe, dann hab ich selbst Schuld. Ich habe ja nun schon ein Getriebe vom Triumph mal überholt mit Reparaturanleitung und das ging auch. Das läuft bis heute einwandfrei ruhig. Es ist keine Allerweltsarbeit. Keine außergewöhnliche, keine oh, sehr komplizierte Arbeit. Man muss nur wissen, bei manchen Sachen, wie und wo und mit welchem eventuell Hilfswerkzeug man da besser rankommt oder lösen kann. Insofern, ja, fange ich mal an. Ich habe leider auf YouTube, auf diesem Kanal hier, keine Filmdatei gefunden über das Zerlegen eines Käfergetriebes. Hab mich ein bisschen, ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Dachte, ich könnte mir da hier und da so einen kleinen Tipp abholen, aber ist noch nichts. Deswegen muss ich das jetzt selber mal drehen. Vielleicht hilft es euch ja weiter irgendwann mal. So, das eine Heft schreibt seitlich anfangen, die Deckel abzubauen. Das andere schreibt hinten anfangen. Ich habe mich jetzt mal für hinten entschieden und kann gleich das Öl ablassen. Denke ich mal. Du kümmst schon. Ist immer sehr spannend zu sehen, was da zum Vorschein kommt. Ja, das muss ich dann gleich mal fotografieren. So, das haben wir safe. Zack. Da ist sie. Und die sitzt in dem, ja, jetzt geht schon wieder los, in dem oberen. Nicht hier unten in dem unteren, sondern hier in dem oberen saß sie eben drin. Ich denke mal, ich kann das ändern. So, dann nimmt er die andere Welle mit. Sowas muss das, sowas ähnliches muss das sein. Okay. Differentialgehäuse herausnehmen, Differential herausschlagen. Ah, ja. Gucken mal. Ist ja faszinierend. Noch irgendwas? Hier sitzen noch. Ich glaube Ausgleichringe oder so heißen die. Sitzen hier drauf. Die muss man natürlich auf der anderen Seite auffangen.
Aber es ist ja faszinierend, wie einfach das rausgeht. Ha! Ja. Das hätte ich ja bei einem eingebauten Zustand machen können. Oh, 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 oh. Noch lache ich, ja. Ja, zeige ich euch mal, wie das da drin aussieht. Kick an. So. So schaut's nun da drin aus. So, das Ritzel vom Rückwärtsgang raus. Wir filmen das nochmal so. Das ist die Position gewesen. Der Absatz hier gehört Richtung Differential, damit ich das nachher auch wieder richtig einbaue und nicht so rum einsetze. Nun habe ich eine faszinierende Sache gerade entdeckt. Die Welle dreh ist da drin, um Gewinde zu sehen. Da, die ist nochmal reingeschraubt. Das stand ja wohl nirgendwo. In keiner Beschreibung, das ist ja wohl der Hammer, oder? Könnt ihr das sehen jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt? Verdammte Scheiße, da. Ein Gewinde. Und das ist reingeschraubt in diese Welle. Alter. Wieder eine kleine Überraschung. Wieder eine Entdeckung. Faszinierend. So, das ist die Hauptantriebswelle. So, das ist das, die Explosionszeichnung aus dem Buch. Und hier sieht man, dass das Kegelrad mit dran bleibt. Irgendwie muss der ganze Flansch hier rausgetrieben werden. Hier sind allerdings 4 Schrauben. Das ist hoffentlich ein anderer Flansch, weil diese 4 Schrauben kann ich nicht sehen. Wir hatten ja diese riesige Überwurfmutter da. Spannmutter. Wieder nicht dieses spezielle Werkzeug zum Raushebeln, aber ein anderes Werkzeug, was es eventuell tatkräftig unterstützen kann. Also richtig tut sich da nicht, richtig viel tut sich da nicht. Entschuldigung. Zug.
Salut. In der Hoffnung, dass wir alles los haben, bewegt sie nicht ein Stück. Scheiße. Jetzt wird er dicker. Nun hat er verkackt. Und ich komme raus. Wieder nicht. Das bist du. Meine Fritze nochmal. Da ist es. Hoch. So. Jetzt kann ich das etwas früher sehen, wenn was mit rausgezogen wird und runterfällt. So. Wo ist das? Und das hier, das muss da auf die Welle rauf. Das ist. Ich schätze mal hier einen Rückwärtsgang. Da sitzt noch ein Nadellager drin. Da habe ich schon den Sprengring raus. Diese Welle. Da sitzt auch noch. Da sitzen sogar zwei Nadellager drin. Da gehört die Welle rein. Oh, da ist sogar noch ein Ring. Zack, so. So, was wird drin? So. Also mit Ring. Raus. Jetzt mal gucken, wie wir die rauskriegen. Und die fühlen sich auch fest an. Oh ja. Ah, da knirscht. Ich denke mal, das Lager wird es sein. Wir werden aber auch das von der unteren Welle im Gehäuse austauschen. Alles, was hier jetzt an Lagern zugänglich ist, machen wir neu. Das hier nicht. Das ist so schön ruhig, würde ich jetzt voll behaupten. Ich sag einfach mal, da ist nichts mit. So, das ist da einfach nur so raufgesteckt. So, zack, zack. So, die beiden Schrauben der Schaltgabeln abnehmen.
ja auch wissen, wo der Charles inzwischen kommt, ne? Da wäre das. Da. In dieser Stelle. Die obere Schaltgabel muss in dieser Stellung sein, dann ist diese Schaltgabel überhaupt beweglich. Den können wir nachher nach oben drehen. Oder nach weiß ich jetzt gar nicht genau. So, jetzt kriegen wir hoffentlich die Gabel da raus. Zack. So. Jups. So, zack. Und dann wieder durch. So, also das eine. Nehmen Sie die Schaltgabel raus vom dritten und vierten. Wie soll das jetzt hier gehen, ne? Von der Welle habe ich sie zwar ab, aber geht ja gar nicht raus. Müssen wir jetzt wahrscheinlich mit Welle zusammen rausnehmen. Das sind nun die beiden Lager her und ich versuche mal, vielleicht hört man es ja. Das ist das marmelnde Geräusch gewesen. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Hingegen das schön ruhig läuft. Ich will es mal hoffen, ne? So, zum Rauspressen des Lagers aus dem Gehäuse werde ich mein Radlagerwerkzeug benutzen. Das anderes habe ich leider nicht. Wieder nicht. Aber schon mein Spezialwerkzeug zum Rauspressen der Welle. Das war ja schon sehr spooky, oder? Tja. Hat aber funktioniert. Kaputt gegangen ist auch nichts. Das Lager tauschen wir sowieso aus. Insofern unwichtig. Ob das funktioniert.
Oh, er hat schon geknuckt. Jo. Das sieht gut aus. Zack, da ist es. Übeltäter. Hoffentlich. Fühlt sich ein bisschen rau an. Hört sich jetzt nicht mehr laut an. Aber es knubbelt. Nenne ich pure Improvisation. Oh, das ist ja auch, das passt ja gar nicht da hinten. Das ist das, was geknackt hat. Dieses Lager war, ich sehe sie jetzt, hier seitlich mit einer Schraube gesichert. Tolle Wurst. Stand auch wieder nirgendwo in den Unterlagen. Kackkram. Naja, dann kann ich nur hoffen, dass wir das neu kriegen. Ansonsten muss ich das ausbohren. Jesus. Aber wir wollen es auch austauschen. Muss der da. Warum schreiben die Schweinehunde das nicht da rein? Das ist doch eine Scheiße. Du. Hab ich nicht gesehen. Also wenn ihr das nochmal machen müsst, denkt dran, bevor ihr das Lager hier, das Nadellager, rausbekommen wollt, diese Schraube lösen. Mindestens lösen. So, da ist der eine.
zusammen. Jetzt denke ich mal, müssen wir das Lager rauskriegen. In welche Richtung auch immer. Der Sitz ist ja gegeben. Oh, das sieht schon richtig scheiße aus, das Lager. Das sind noch die Lager für die Welle des Rückwärtsgangs. Das obere scheint ziemlich fest zu sein. Da dreht sich. Ah, das geht ja auch noch sehr leicht raus. Da brauchen wir dann wohl kein Spezialwerkzeug. Oder? Oder? Für die letzten Millimeter. Sich nur ganz schwer. Fest. Hier unten ist noch ein zweites. Da sind zwei Lager für diese Welle. Und da kommt gleich der ganze Schnodder mit. Was ist da denn? Ups. Also das Lager. Ja. Das ist die mittlere Führung. Hey, die hat auch noch ein Loch. Ein Ölloch. Wow. So. Die saßen jetzt so, die Lager. Und hier ist das Loch für die Schmierung der Welle. Im Gehäuse ist dementsprechend an der geeigneten Stelle das Loch, wo das Öl durchfließen soll. Zum Einziehen des Lagers benutze ich immer die alten Lager. Leg das auf das neue Lager drauf und erst da drauf eben halt das entsprechende Druckmittel. Weil das alte Lager definitiv den gleichen Durchmesser hat wie das neue. Und somit können wir schön gewährleisten, dass wir auf dem Rand des Lagers drücken. Das liegt ja leider in so einem Sackloch. Das heißt, mit einer Platte kämen wir da nicht weit. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da nicht abrutschen. So, ich habe das Gehäuse jetzt auf dem Heizkörper oder im Backofen oder wo auch immer ihr das wollt. Also ich habe das irgendwo erhitzt. Dadurch dehnt sich das ja ein bisschen aus. Und somit habe ich das hoffentlich etwas leichter, das Lager dort einzupressen. Nehmen wir das neue Lager. Mal beten, dass wir das da reinkriegen, ne? Oh, das flutscht ja von alleine. Ist ja gut.
Super. Also gucken wir auch gleich, ob das hier funktioniert. Jo. Genau so. Sehr schön. Ich muss nur das noch auf die Welle. So. Ja. So, also die... Huch. Oh, jetzt sind sie schon fest. Alter Schwede. Ah, geht doch nicht. Nicht ganz. Ja, das ist faszinierend. Also, es ist jetzt schon fest. Dadurch, dass das jetzt wohl abkühlt. Ja, kühlt schneller. Ist das Lager schon fest. Sehr schön. Wenn alles so einfach geht beim ersten Mal und nicht wehtut, dann wäre schick, ne? So, die Wellen habe ich einpressen lassen in die Lager. Das muss eigentlich nur eingepresst werden, das kommt flutscht von alleine. Und man muss natürlich darauf achten, dass die Schaltgabel hier schon mit eingesetzt wird. Das wäre sonst nicht mehr möglich. So, und jetzt nehmen wir die zweite Schaltgabel. So, zack, zack, zack. Die nächste Schwierigkeit für mich wird sein, die Schaltgabeln korrekt einzustellen. Da gibt es ein Spezialwerkzeug, das habe ich auch nicht. Also muss ich mir gleich mal die Reparaturanleitung nochmal genau anschauen.
und gucken, ob ich irgendwie das Ganze anders einstellen kann. Also mit anderen Maßnahmen ausmessen und dann muss ich testen, ob alle Gänge funktionieren oder mal schauen. Ja, so schwer kann es ja nicht sein. Das ist, denke ich mal, der erste. Zweite. Na, sollte Leerlauf sein. Dann haben wir den. Oh, weiß ich nicht. Das ist der vierte, schätze ich mal. Das ist der dritte. Wieder Leerlauf. Okay. Ja, so baue ich jetzt mal ein ins Gehäuse und schalte mal durch. Das Problem ist, dass ich diese beiden Wellen nicht fixieren kann. Jetzt so in diesem Zustand. So wie sie nachher im Gehäuse sitzen, sollte man sie fixieren. Das kann man nur mit diesem Spezialwerkzeug machen. Damit man genau sehen und messen kann, ob die Schaltgabeln hier frei laufen. Aber da ist so viel Spiel drin in den Gabeln. Ja, 30 Jahre gearbeitet, ne? Ich habe das jetzt nicht alles ausgemessen und kontrolliert. Da habe ich keinen Nerv drauf. Ja, und dann gucken wir mal, ob ich das schalten kann. Im eingebauten Zustand jetzt gleich, im Gehäuse. Schaltgabeln werden mit 25 Newtonmeter angezogen. Ich dachte schon, da wollte ich gar nicht kommen. So, ich setze das Getriebe jetzt das erste Mal ins Gehäuse ein. Also hier im Nadellager, der Sicherungsring ist drauf. Hier ist der Abstandsring drunter. Na, wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. Rückwärtsgangwelle ist schon drin. Da ist auch der Ring drunter. So, nur so für mich zur Kontrolle. Papierdichtung ist drauf, trocken. So, jetzt wird's spannend. Dieses Zwölfkant. Da muss die große Mutter von dem Doppellager genau reinflutschen in diese Zwölfkant-Geschichte. So, da man jetzt aber nicht kontrollieren kann, wenn hier der Deckel raufkommt, wenn hier das Getriebe raufkommt, kann ich nicht mehr sehen, ob der da drin sitzt. Nun werde ich mir jeweils dort und dort, das ist genau an der Welle, werde ich mir von unten, von hier, einen Punkt machen und auf der anderen Seite auch. Und Getriebe werde ich das auch machen. Da werde ich mir hier und unten auch einen Punkt machen. So, dann kann ich nachher sehen, das kann ich ja nachher sehen, wenn ich es reinstecke. Dann kann ich ungefähr sehen, ob es in der richtigen Position sitzt. Also so ist der Plan. Mal gucken, ob es funktioniert. Im Buch steht nichts darüber. Es steht nur drin, dass man eben halt darauf achten sollte, dass die Mutter ausgerichtet ist. Tja, nun lassen wir es einfallen. So, hier habe ich nun die eine Markierung auf dem Lager. Das ist also praktisch genau Mitte von dem Teilstück hier. Und auf der anderen Seite genau dasselbe.
So, die justiere ich dann so. Schon mal. Bei dem Gehäuse sitzt die Fläche auch genau gegenüber dieser Welle. Und im Gehäuse sieht man da die Markierung. Dort. So, wenn gleich die Farbmarkierungen getrocknet sind, dann muss dieser komplette Block in das Gehäuse eingesetzt werden. Das wird natürlich nochmal spannend, weil hier ja auch das Ritzel für den Rückwärtsgang so rumflattert und in die Welle eingeführt werden muss. Hier müsst ihr aufpassen. Das Ritzel ist nicht gleich auf beiden Seiten. Auf der einen Seite sind die Zähne etwas angeschrägt, damit es von hier in das Ritzel einfacher einrasten kann. Muss also die abgeschrägte Verzahnung auf dieser Seite sein. Okay? Weil das Ritzel kommt von hier im Freilauf, da im Rückwärts. So, viel Glück, Frank. Jetzt ist das raus, du bist doch cool, uncool. So, das Rückwärtsgang-Ritzel ist auf der Welle. Ja. Ja, nun liegen die Wellen auf. Zack. Jetzt hat es nochmal geschnackelt. Ja, nun müssen wir pressen. Also hier kann man sehen, Markierung passt, drüben auch. Ich habe das nochmal millimetermäßig ausgerichtet. Natürlich, wenn ich auf dem Gehäuse und auf der Welle, was weiß ich, jeweils einen Millimeter in die falsche Richtung ausrichte, dann sind das insgesamt eine Differenz von 2 mm, die da dann entstehen. Das geht ganz schnell. Naja, es passt. Scheint geflutscht zu haben. Der Überstand hier sollte ungefähr 9 mm betragen. Und ich denke mal, ich habe noch nicht gemessen, das sind aber ungefähr 9 mm. Dann passt das auch. Auf jeden Fall ist die Gehäusefläche zusammen. Und dann müsste es eigentlich drin sein. So, in dieser Position ist der Leerlauf eingestellt. Hier kommt nachher der Hebel rein. Den kann man praktisch so hin und her schwenken. Das ist dieses hin und her kippeln des Schalthebels vorne im Fahrgastraum. Das ist der Rückwärtsgang, 1., 2., 3., 4. oder andersrum, das weiß ich jetzt nicht mehr so aus dem Kopf. Und die lassen sich alle durchschalten. Das habe ich eben geprüft. Klebt man sich gerne mal die Finger, ein bisschen Angst, zu weit, zack, so. Und jetzt
befestigen wir die große Mutter. So, da unten steht's 220 Newtonmeter. Kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber wird wohl so sein. 220 Newtonmeter ist nicht wenig, wenn man bedenkt, dass die Räder um die 110 oder so angezogen werden. 110, 120. Und dann mit so einem kibbeligen Schlüssel. Uiuiuiui, das wird spannend. Dann wieder lösen. Und noch mal mit 220 festziehen. So, die beiden Wellen sind wieder zusammengeschraubt hier. Jetzt können wir das Ritzel drüber packen und dann auch wieder den Sicherungsring einsetzen. So. Jetzt sitzt er. So. Dann kommt das Rückwärtsgangritzel. Der hier, Abszess hier, der kommt Richtung Differential. Habe ich nochmal nachgeschaut, eben in dem Film beim Ausbau. Das ist der Vorteil für mich. Ich habe es nämlich eigentlich schon wieder vergessen, wo das hingehört. Zeit. So. Drauf. Und nu kriege ich den Ring nicht drauf. Weil zu wenig Material da ist. Die Welle schaut nicht weit genug raus. Ich muss da noch ein bisschen noch. Okay. Das jetzt sehen. Müssen wir die Befestigungsschraube, die Klemmschraube von der Rückwärtsgangwelle noch mal lösen. Und dann können wir die ein bisschen rausholen. Nachholen, ja, so dass jetzt auch der Sicherungsring hoffentlich wieder drauf passt. Zack, klick. So, dann wieder fest die Welle.
So, für mich nochmal zur Sicherheit nachher, damit ihr auch Bescheid weißt, der Ring ist drauf und der Ring ist auch drauf. So, das Differential wird wie in den Büchern immer beschrieben, in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Ihr wisst ja noch vom Anfang, wie einfach das eigentlich dort drin lag. Also ein Deckel abgeschraubt und dann konnte man das so rausziehen. Jetzt genau andersrum, ein Deckel vorher reingeschraubt, Differential eingelegt, zweiten Deckel drauf und festgeschraubt. Ich habe nichts weiter gemessen, aber die Lagerschalen, die hier in den Deckel ja sitzen, drücken das Differential so fest, dass hier also nichts mehr wackelt. Okay. Ich hoffe, dass die Einstellung okay ist. Wir werden das mit Sicherheit im eingebauten Zustand hören, ob alles okay ist oder nicht. So. Jetzt kommt. Deckel drauf. Ring einsetzen. Und Feierabend. Ja, noch nicht ganz. Staubkabel. Bis zum nächsten Mal. Grigutski!